Sascha Stegemann, 1. FC Niederkassel. Ja, das Schlüsselerlebnis war, dass unser Jugendleiter damals im Verein gefragt hat, wer denn Bock hätte, irgendwie Schiedsrichter zu werden. Hab dann gedacht, ey Mensch, irgendwie den Fußball mal von einer anderen Seite zu erleben, ist irgendwie eine coole Geschichte, aber es muss natürlich auch was bei rumspringen, keine Frage. Und sagte er, ja, du bekommst 15 D-Mark Taschengeld, hab ich gesagt, besser als Zeitung austragen, und du kommst umsonst in die Stadien der Bundesliga. Und das war für mich genau das entscheidende Argument zu sagen, das mache ich. Ich glaube, dass ich im Laufe der letzten Jahre auch ein Stück weit lockerer geworden bin. Ja, also wenn ich früher so als junger Schiri, der den Weg nach oben machen wollte, sehr ehrgeizig war, sehe ich vieles heute auch ein Stück weit gelassener. Da hat auch so ein bisschen Umdenken stattgefunden bei mir und versuche es jetzt heute auch über die kommunikative Schiene und den einen oder anderen dann auch mal mitzunehmen, Dinge zu erklären, weil der Fußball sich im Laufe der letzten Jahre natürlich schon auch ein Stück weit verändert hat, und diese Entwicklung müssen wir als Schiedsrichter mitgehen. Es ist ja manchmal auch so, dass man auch mit einem lockeren Spruch eine Situation auch entkrampfen kann und manchmal damit auch wesentlich mehr erreicht als mit einer Karte. Mit Franck Ribéry hatte ich das zum Beispiel mal, ja, der dann im Prinzip in den Strafraum reingelaufen ist. Ja gut, gab einen kleinen Kontakt, hat sich dann hingeworfen und hat sich beschwert und sagte dann, ja Mensch, Schiri, morgen musst du wieder arbeiten. Dann habe ich gesagt, ja siehst du, wenn du Friseur geworden wärst, hättest du morgen frei. Und dann haben wir uns abgeschlagen und dann war es gut. Ja, also ich bin aktuell als Dozent am Studieninstitut tätig und versuche da entsprechend Menschen oder die Grundsätze im Verwaltungsrecht und im Ordnungsrecht näher zu bringen. Es ist da schon so, dass es Parallelen gibt, nämlich dass man versuchen muss, gemeinsam zum Ziel zu kommen. Ja, und das geht selten mit Konfrontation. Die größere Akzeptanz findet man, wenn man die Leute mitnimmt und auch gewisse Dinge erklärt, warum man Dinge macht, wie man sie macht. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Schlüssel zum Erfolg. Richtig gut finde ich von John Strelecki die Reihe Kaffee am Rande der Welt. Ja, da geht es im Prinzip darum, dass man versucht, den Lebenssinn zu finden. Ja? Das heißt also zu überlegen, wofür bin ich jetzt auf diesem Planeten? Was ist im Prinzip meine Kernaufgabe? Mein Bruder hat eigentlich immer das gemacht, was ich gemacht habe. Und immer mit 3,5 Jahren Verzögerung, genau zwischen uns diese 3,5 Jahre auch liegen. Dann hat er irgendwann auch gesagt, ja, ich möchte Schiri werden, weil mein großer Bruder auch Schiri geworden ist. Jetzt ist es tatsächlich so, dass er eben in der 3. Liga Schiri ist, in der 2. Liga Assistent. Und wir auch schon das ein oder andere Spiel zusammen gemacht haben. Ich bin gerne Schiedsrichter, weil ich gerne Verantwortung übernehme und weil ich glaube, dass die Schiedsrichterei die beste Charakterschule ist, die man sich vorstellen kann. Deswegen kann ich auch nur jedem jungen Menschen empfehlen, werde Schiedsrichter. Du lernst relativ früh Entscheidungen zu treffen, du lernst relativ früh Verantwortung für deine Entscheidungen zu übernehmen. Du lernst eben auch sehr, sehr früh mit Menschen umzugehen. Und das sind, glaube ich, die drei ganz, ganz wesentlichen Eigenschaften, die Schiedsrichterei besonders auszeichnen, die einem auch auf dem weiteren Lebensweg weiterhelfen können. Und darüber hinaus ist es eben die Leidenschaft zum Fußball.